Gewalt ist keine Lösung. Na gut, danke. Hä? Alles klar, sicher im Schutz der Wollmäuse. Achtung, Rutschgefahr! Hier geht's nicht weiter. Das kann hier bleiben. Es wird schon einen Grund geben, warum das hier ist. Auf dem Fließband werden die Wollmäuse vollautomatisch verarbeitet. Das tue ich lieber nicht. Sie wirft immer wieder einen Hebel in die Luft. Der scheint für die Sprechanlage zu sein. Da lasse ich lieber die Finger von. Hallo? Hallo? Wer bist du? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Oh nein, lass mich raten. Ich heiße... Nicht sagen. Fängt dein Name mit einem M an? Nein, Robert. Fängt er mit einem P an? Robert. So spielt man nicht. Fängt dein Name vielleicht mit S an? Robert. Ist dein Name vielleicht Robert? Ja. Ha, jetzt rate meinen. Molly? Großer Gott, das stimmt. Wirklich? Oh. Was machst du hier? Rate. Nichts? Stimmt. Der Job hier sieht ziemlich langweilig aus. Wie vertreibst du dir die Zeit? Gar nicht. Alles hier ist öde. Das Kaffee ist öde, die Fabrik ist öde und du kannst dir in deinen ödesten Träumen nicht ausmalen, wie öde Wolle ist. Hey, wenn dir so langweilig ist, hast du Lust, was zu spielen? Ja. Ja, tausendmal ja! Okay, hast du ein Lieblingsspiel? Oh meine Güte, ich bin so aufgeregt. Spielen wir Fang. Aber du darfst doch hier bestimmt nicht weg. Oh, stimmt. Spielen wir Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich sehe was? Lore, Wollmaus, Brücke. Oh, oh, oh nein, du meinst den Pausenlautsprecher? Oh. Ist das aufregend? Ach du liebe Güte. Ja, ich meinte Wollmaus. Ich wusste es, ich hab gewonnen. Wuhu, das ist der beste Tag meines Lebens. Hier in der Nähe gibt es doch eine Seilbahnstation. Ja, genau. Wo willst du denn hin? Ach, ich will eigentlich nirgendwo hin. Aber ich muss... Ja, wir müssen alle ab und zu Sachen tun, die keinen Spaß machen. Das steht auch auf dem Stadtwappen. Wollingen ist ein Pfeiler der asposischen Gesellschaft. Ja, ich meine, es ist doch wie Conroy sagt. Wo würden wir denn hinkommen, wenn jeder immer nur das tun würde, was ihm Spaß macht? Jeder wäre glücklich und würde nett und zufrieden sein. Die Welt wäre wahrscheinlich erfüllt von glücklichen Asposern. Ja, kannst du dir das vorstellen? Alle wären zufrieden, wie Idioten? Wo kommen wir denn da hin? Ja. Hat keiner jemals versucht, die Seilbahn zu reparieren? Nein, die Leute hier mochten die Idee von Anfang an nicht. Ich meine, dann könnten ja einfach alle abhauen und was von der Welt sehen.
Obwohl ich genau das passende Werkzeug hier habe, um sie zu reparieren. Ah, das ist gut zu wissen. Du hast also Werkzeug für die Seilbahn? Alles hier. Sag mir nur, was du genau brauchst. 9/11er, 3/4 Zöller. Ich habe bestimmt 1000 verschiedene Schraubendreher. Ich kenne mich mit Werkzeug nicht so aus. Lass es, Junge. Das kann doch nur schief gehen. Okay, zeig mir einfach das Gewinde, dann gebe ich dir den passenden Schrauber. Was ist das, was du da immer wirfst? Du meinst Happy den Hebel? Das ist mein Wurfhebel. Er ist mein einziger Freund. Hallo, Happy. Er mag dich. Kann ich den haben? Robert, willst du, dass ich vor Langeweile sterbe? Nein, natürlich nicht. Woher hast du Happy denn? Oh, ich habe ihn gefunden, nachdem die Seilbahn abgestürzt ist. Das war das Aufregendste, was hier jemals passiert ist. Du kannst es dir nicht vorstellen. Der Krach, überall Splitter, Scherben und Zerstörung. Klingt furchtbar. Und aufregend. Manchmal ist mir so langweilig, dass ich am liebsten irgendwas kaputt machen würde. Einfach nur, damit die Leere verschwindet. Hey, wie wäre es, wenn ich mir Happy eine Weile ausleihe? Ich meine, was mit ihm unternehme? Will er das denn? Ja, ich habe eben gehört, wie er gesagt hat, dass er mit mir mitkommen will. Junge, wenn du denkst, dass ein Hebel mit dir redet, dann solltest du dir ernsthaft Hilfe suchen. Hörst du öfter Stimmen? Nein, nur eine im Hinterkopf. Sie gehört Conroy und nennt mich ununterbrochen einen Versager. Versager. Können Happy und ich einen Ausflug machen? Happy will nicht. Wenn du mir was anderes zum Spielen bringst, tausche ich vielleicht. Die Leute scheinen Conroy auf einmal ziemlich zu mögen. Mein Volk hat mich schon immer geliebt. Ja, ich weiß, das darf man nicht laut sagen, aber der Typ kam mir immer wie ein Diktator vor. Ich habe das Beten gehasst. Das war das Einzige, das noch langweiliger ist als Arbeiten. Er war ein furchtbarer Mensch. Die Leute sollten dankbar sein, dass er weg ist. Oha, sag das bloß nicht zu laut. Ich wünsche ihn mir sogar manchmal zurück, wenn ich dran denke, was der Emil aus der Welt gemacht hat. Wer ist dieser Emil? Ist als Baby ganz plötzlich hier aufgetaucht. Bumm! Vor der Tür zum Kramladen lag er. Ziemlicher Eigenbrötler. Schon immer gewesen. Nicht, dass er nicht versucht hätte, sich hier einzufügen, aber ich mochte den nie. Hat immer aufgepasst, dass keiner zu viel Spaß hat. Alles schön ordentlich, das war sein Motto. Das war auch Conroys Motto. Ein Mann nach meinem Geschmack. Den hätte ich sofort adoptiert. Ja, Emil mochte den Abt schon, als noch alle dachten, dass er nervt. Was hat dieser Emil denn vor? Naja, so wie es gerade aussieht, versucht er Conroy wieder zusammenzubauen. Oh nein, ich muss mich beeilen. Willst du zu der Hinrichtung? Hinrichtung? Ja, Emil will Conroy zu Ehren die Flötennasen opfern. Also alle, die er eingesammelt hat. Es sind wohl gerade noch Conroyalisten unterwegs, die ein paar Tröten jagen. Oh Gott, ich muss ganz schnell den letzten Windmönch finden. Diese Conroyalisten wollen tatsächlich Conroy wiederhaben. Hey, was wäre, wenn ein neuer Windmönch auftauchen würde? Keine Ahnung, aber wo sollte man den denn hernehmen? Du weißt auch nichts darüber? Hast du mal den Bekloppten auf dem Dach der Schererei gefragt? Der erzählt immer von Windmönchen. Andererseits weiß ich aber nicht, wie viel man ihm glauben kann. Er ist ein bisschen durcheinander, seitdem die Seilbahn abgestürzt ist. Er war ihr Führer, weißt du? Ich frag mich, was da passiert ist. Frag ihn doch einfach selbst. Mach's gut, Molly. Mach's gut, Robert. Das würde sicher niemand vermissen.
Hast du die Mühle angehalten? Bring sie sofort wieder zum Laufen. Ups, Entschuldigung. Da hinten liegt die Seilbahnstation. Das würde nicht funktionieren. Für irgendetwas ist das sicher gut. Es wird schon einen Grund geben, warum das hier ist. Warum sollte ich das tun? Vielleicht später. Nein. Hey, wer hat die Mühle angehalten? Mach sofort die Tür auf! Hier ist niemand. Das sollte sie fernhalten. Seltsamer Typ. Andererseits sind wir hier in Asposien. Ja, das ist das Ziel. Was willst du nur von mir? Hallo? Was um alles in den 14 Windrichtungen macht ihr denn da oben? Ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung. Hilft euch das beim Nachdenken? Klingt gut. Nehme ich. Das ist ab sofort der Grund. Worüber denkt ihr denn nach? Ich war einst ein erfolgreicher Seilbahnfahrer. Aber auf meiner Jungfernfahrt hierher raste meine Gondel in die Wand. Ich bin der einzige Überlebende. Wie viele waren denn an Bord? Ich. Warum seid ihr in die Wand gefahren? Ein technischer Fehler? Nein, ich war nur so in Gedanken, dass ich vergessen habe zu bremsen. Ach so. Oh. Soll ich euch da runterholen? Das musst du entscheiden. Fühlt ihr euch nicht ein wenig allein hier oben? Was ist Einsamkeit? Was außer der Abwesenheit anderer Asposer? Um nicht allein zu sein, suchen Asposer andere Asposer und zeugen mit ihnen kleine Asposer, die wiederum allein sind. So wie alle Kinder allein sind. Das macht mich so traurig. Habt ihr noch Platz auf eurem Windrad? Wovon ernährt ihr euch eigentlich hier oben? Von Fliegen, die mir zwischen die Zähne fliegen. Das ist bitter, aber so ist das Leben. Was wisst ihr über Windmönche? Alles. Aber das ist geheim. Einem einfachen Jungen wie dir kann ich es nicht sagen. Dein Gehirn ist nicht groß genug für diese ungeheuerliche Information. Alles also, Wisst ihr auch, wer sie ernannt hat? Natürlich. Und? Wer war es? Die Windmönche wurden von den Windgöttern persönlich ernannt. Genaueres kann ich dir nicht sagen. Weil ihr es nicht wisst. Natürlich weiß ich es. Ich sage es dir nur nicht. Ich könnte genauso gut behaupten, dass meine Eltern sie ernannt hätten. Tja, dann wären deine Eltern also die Windgötter. Wer bist du dann? Wenn ich das wüsste. Woher kommen die Windmönche denn? Nun, sie haben in einem Kloster, ganz in der Nähe von Altaspen, gewohnt. Es waren Waisenkinder, die dort von ihren Eltern ausgesetzt wurden. Was hinter den Mauern dort passiert ist, kann ich dir auch nicht sagen. Sie sind weitestgehend unter sich geblieben. Habt ihr schon mal einen Windmönch gesehen? Nicht in Wirklichkeit.
Meine Eltern haben oft Essen zum Kloster gebracht, wie es Tradition war. Ansonsten hat man nachts nur immer ein seltsames Leuchten gesehen, das um das Kloster herumgezogen ist. Manche sagen, es wäre ein Geist gewesen. Das Leuchten hat viele Schimpfwörter von sich gegeben. Ich habe gehört, Alt-Aspen soll die schönste Stadt in ganz Asposien sein. Es ist auf jeden Fall die älteste. Höchste Philosophenarbeitslosigkeit in ganz Asposien. Viele philosophieren auf der Straße. Ich selbst war Hypernihilist. Du verstehst? Die Lehre der absoluten Sinnlosigkeit? Ich habe mit 1 bestanden, nachdem ich meinen Professoren erklärt habe, dass ein Studium eigentlich komplett sinnlos ist, da wir alle sterben werden. Allein und nackt. Seid ihr in Alt-Aspen aufgewachsen? Ja, es war eine trostlose Kindheit. Aber die Stadt soll doch so schön sein, voller asposischer Kultur. Aber das sind längst vergangene Tage, als die Asposer noch im Einklang mit dem Wind lebten und das Wurzelbier noch umsonst war. Erinnert ihr euch noch gut an diese Zeit? Als das Bier umsonst war? Nein, an keinen einzigen Tag. Wie komme ich denn nach Alt-Aspen? Nur mit der Seilbahn. Aber die ist kaputt. Na, in dem Fall wirst du wohl hierbleiben müssen. Aber ich will nach Alt-Aspen. Das geht nur mit der Seilbahn. Aber die ist kaputt. Na, in dem Fall wirst du wohl hierbleiben müssen. Aber ich will nach Alt-Aspen. Das geht nur mit der Seilbahn. Aber die ist kaputt. Na, in dem Fall wirst du wohl hierbleiben müssen. Aber ich will nach Alt-Aspen. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du eine verdammte Pest bist? Heute? Kann man die Seilbahn nicht einfach reparieren? Man könnte viele Dinge tun. Aber ihr wollt nicht. Nein! Zu schrecklich sind die Erinnerungen an den Tag des Unfalls. Oh, das tut mir sehr leid. Ja, ich muss immer wieder daran denken, zum Beispiel, wenn ich einen schrecklichen Unfall sehe. Das ist verständlich. Ja, ich besitze auch noch das erste und letzte Ticket von der Jungfernfahrt. Ich hasse es. Ich wollte es verbrennen, aber da hatte ich mich schon angebunden. Soll ich es euch vielleicht lieber abnehmen? Ja, nimm es. Hinfort damit! Hallo? Danke für das Ticket, aber es ist schon abgestempelt. Umtausch und oder Rückerstattung kostenpflichtig ab dem ersten Geltungstag. Na dann, viel Spaß noch. Den werde ich haben. Hui. Dass mir das nicht nochmal vorkommt. Entschuldigung. Aha, von innen geht die Tür auf. Das Ticket ist schon gestempelt. Kannst du es wieder gültig machen? Klar, ich übermale den Stempel einfach. Bitteschön, wie neu. Ich benutze auch dieselbe Kinokarte seit 3 Jahren. Ich hoffe nur, ich bekomme die Seilbahn schnell repariert. Ja, wenn wir auffliegen, sind wir dran.
Hier tauchen zurzeit immer wieder Conroyalisten auf und die Leute tuscheln, seitdem du angekommen bist. Ich beeile mich besser, dann können wir hier bald verschwinden. Juhu, dann sehe ich endlich was von Asposien. Das gibt bestimmt ein paar tolle Motive für meine Postkarten. Bisher habe ich nur die Dynastie gesehen und dieses Kaff hier. Wenn ich noch einmal Nebel malen soll, werfe ich mich in den Windbrunnen.